Hallo Leute, herzlich willkommen zurück hier in meiner Runde Trackmania. Diesmal der zweite Teil von meiner Boosting-Saga, aus der ich erzähle. Nach dem Hardcut letzte Folge habe ich das Ganze mal zweigeteilt und mache jetzt hier eine Anmod für euch. Also viel Spaß beim zweiten Teil. Ich vergesse immer, dass es da rechts lang geht, weil ich gerade nicht nachdenke. Ich bin Dritter. Alter Schwede, da muss ich ja nochmal fahren. Ja. Da ist immer so dunkel, ich weiß nie, ob ich da wirklich gegen die Wand fahre. So, hier geht's rechts lang. Okay. Dann bin ich auch schon zu weit in. Okay, komm, irgendwie ein Zehntel oder so fehlt mir nur. Das kriegen wir ja wohl raus. Ja, boosten war auf jeden Fall eine lustige Sache. Vor allen Dingen, was der Hammer war daran. Wenn man rückwärts gedrückt hat, anstatt vorwärts bei diesen 5-Minuten-Strecken, dann bist du minimal schneller gewesen. Irgendwie 2 Sekunden. Und wenn du schneller warst, heißt das, du kriegst mehr Punkte. So, nun wurdest du natürlich gekickt, wenn du das gemacht hast, ohne Erlaubnis, weil keiner will, dass einfach einer mehr Punkte kriegt, obwohl er es nicht verdient hat. Scheiße, hab ich verkackt. Ganz klar. Wenn du aber Leute hattest, ja, also wenn jetzt ich einen Kumpel habe, der irgendwie einen sehr guten Rang hat, wie Weltrang 300 oder so, sodass quasi fast jeder auf dem Server Punkte von dem kriegen würde, und du hast den Leuten gesagt, hey, ich habe hier diesen Typ, der fährt nicht mit, der bleibt einfach nur am Start stehen, dann hat jeder, der ins Ziel kommt, Punkte für den bekommen, weil der einfach da war und keine Zeit hatte. Der wurde quasi auf dem Server geparkt. Wenn du da einen oder mehrere hattest, die einen besonders guten Rang hatten, sodass du viele Punkte quasi für alle generiert hast, dann durftest du rückwärts fahren. Und da hast du richtig Asche gemacht. Also richtig Punkte. Das waren Zeiten. Oh Mann, ey. Das war auf jeden Fall sehr lustig. GZ Speed 149. Jawohl, ja. Ich glaube, wir waren gerade ziemlich scheiße. Das ist wieder so eine harte Quatschfolge. Am Anfang kurz überlegt, was kann ich sagen? Das hier ist auch ein neues Streckenteil. Da ist in der Mitte ist ganz normale Straße und am Rand ist Sand. Weiß ich auch nicht, wofür das toll sein soll. Auf jeden Fall wollen wir in der Mitte fahren, weil in der Mitte ist mehr Beschleunigung als am Rand. So. Okay. Okay, klappt, klappt, klappt. Geilen Wallride fahren, ganz schön lang. Ich dachte, da ist schon Ziel. Okay, ich hoffe, dann ist gleich einfach fast vorbei. Und es dauert dann nicht mehr so lange. Weil ich wollte jetzt schon versuchen, gut zu fahren. Okay, lass mich kurz überlegen. Jetzt ohne komplett wieder in Gedanken zu verschwimmen, versuche ich mal über, was kann ich denn noch reden? Oh, hätte ich es fast. Nicht nur fast. Mann, fuck. Hätte mir auch gewünscht, dass sie diese 3 Sekunden mal auf anderthalb kürzen oder so, die man am Anfang warten muss. Glaubt nicht, wie viele Sekunden ich schon darauf gewartet habe, dass mein Auto losfährt in diesem Spiel. Aber nope. Nope. So. Das war sehr hoch raus, aber halb so wild. Geil. Nicht mal irgendwie eine Medaille habe ich, Automedaille, aber kein Dedi oder irgendwas. Warum auch immer. So scheiße war es doch jetzt gar nicht, oder? So, das 100. ist uns egal. Hier sind wir auf jeden Fall irgendwie jetzt 600. langsamer vorher an dem Checkpoint. So ungefähr. Also jetzt fahren wir aber den Wallride dafür besser, nämlich viel tiefer raus. Zu tief.
Aber das muss ich riskieren. Wenn ich eh schon hinten war mit der Zeit, dann kann ich wenigstens versuchen, hinten was gut zu machen. Sonst bringt es ja gar nichts. Sonst kann ich gleich neu starten und brauche überhaupt nicht so lange fahren. So, das ist alles schneller hier als vorher. 800. 2 nur, Alter, Finne. Gibt's ja gar nicht. Oh, das war close, aber das war noch... Ich sehe da so schlecht, wann ich da raus muss, ey. Das ist... Irgendwas ist da komisch. Ah, das war zu weit in. Da sieht man, hier ist auch was geblockmixt. Hier in dieser ersten Kurve da. Die komischen Häuser links und rechts, die sind da irgendwie halb in die Strecke gemixt. Das ist standardmäßig nicht möglich. Also scheint so ein Thema in dem Mittagkram jetzt auch für Themen 2 zu geben, weiß ich nicht. Gab es zu meiner Zeit noch nicht, als ich das Spiel gespielt habe. So, das ist langsamer. So, aber dafür haben wir jetzt einen guten Wallride raus und fahren das Ende mal gut. Einen besseren Wallride zumindest. Das gibt's doch gar nicht. Wieso habe ich denn kein Nichts bekommen? Das macht mich irgendwie... Kann ich nicht verkraften. Ich will auf jeden Fall noch eine Medaille kriegen. Also nicht eine Medaille. Natürlich etwas hier an Deli. Was an TM2 auch noch ganz cool ist, ist der Singleplayer. Singleplayer-Strecken fahren gab es ja immer schon und da konntest du dann die Medaillen gewinnen und so weiter. Aber hier gibt es quasi die Singleplayer online. Das heißt, du kannst, wenn du eine Strecke 5 Minuten gefahren bist, kannst du danach eine offizielle Zeit fahren. Und also quasi einmal alle 5 Minuten kannst du so eine offizielle Zeit fahren, die dann quasi als Online-Rekord gewertet wird. Also als Online-Offline-Liste, wie auch immer. Also, alle Leute, die das machen, sind dann in einem Leaderboard drin. Ja, also man kann ja nachgucken, wie viel da man ist und so weiter. Wir sind bei 16 und kommen, wir gehen runter vom Server. Wir waren zumindest Erster, was aber alles nicht so geil war. Dann zeige ich euch nämlich gerade... Nein, ich will nirgends verjoinen. Solo-Spiel, da sehen wir es. Ich habe jetzt hier irgendwie, naja, nicht so viele Punkte. Wie viel sind das? 124.000. Bin dafür in Europa 490. offline, in Deutschland 121. und in Berlin Dritter, immerhin. Der Typ ist relativ nah dran, das heißt, den könnte man mal versuchen zu holen. Vielleicht machen wir da mal eine Folge draus oder so. Und da sieht man, welche Strecken ich gut gefahren bin und für welche, wie viele Punkte ich dafür bekommen habe. Das ist quasi, ich bin hoch gerankt, bin eine schnelle Zeit gefahren, eine schnelle offizielle Zeit gefahren und kriegt dann Punkte für alle, die schlechter gefahren sind als ich. Und deswegen variiert das natürlich auch. Man hat es gesehen, hat sich gerade geupdatet, weil anscheinend neue Leute gefahren sind, die schlechter gefahren sind. Deswegen kriege ich mehr Punkte. Ja, da sieht man D13, da habe ich mit Abstand irgendwie am meisten rausgeholt. Der Kollege vor mir hat irgendwie mit B12 recht viel und der hier mit B10. Ja. Können wir hier mal reingucken, was D13 war meine Strecke. B, C, D, 13. Da sieht man, bin ich sogar deutlich schneller gefahren als die anderen hier in Berlin. In Deutschland 6. weltweit 12. auf der Strecke als offizielle Zeit. Was ganz in Ordnung ist. Da gibt es hier auf jeden Fall, wenn man sich die kranken Kollegen hier anguckt, wie viele Punkte die haben. Unglaublich. Er hat wahrscheinlich hier... Das ist das Krasseste. Wie viele Punkte er kriegt einfach für A02 und A01. Scheiße, jetzt habe ich die gestartet. Das sind halt die ersten beiden Strecken. Und jeder, der das Spiel kauft, der geht natürlich diese Strecken fahren. Unglaublich. Jetzt habe ich schon gestartet. Jetzt fahren wir einmal einfach nur... Ich glaube, wir fahren gerade gegen seinen Replay. Das heißt, wir sehen, wie er gefahren ist. So, er hat da einen Flow-Trick hochgemacht. Da sieht man, er ist jetzt schon hart vor mir. Hat den sehr gut bekommen. Jetzt hier natürlich eine ganz andere Ideallinie. Er musste wahrscheinlich nicht vom Gas gehen. Und das ist natürlich hart. Springt halt fast bis ins Ziel rein. So, jetzt sieht man, ich hatte letzte Mal anscheinend schon Zeit verbracht. Jetzt könnte ich hier ein offizielles Rennen starten und die würde dann zählen, meine Zeit. Machen wir jetzt einfach auch noch.
So, jetzt sieht man, meine Zeit ist grün unten. Ist offiziell. So habe ich irgendwie einen halben Reiter hochgemacht. Also das war auf jeden Fall kein schöner Flow-Trick. So hätte ich viel weiter sein müssen. Absolut scheiße. Ich weiß nicht, ob er vom Gas geht. So, sieht man, ist auf jeden Fall schon mal langsamer als meine offizielle Zeit. Das heißt, ich kriege keine Punkte dazu. So funktioniert es. Auf jeden Fall ein cooles System, dass man offline spielen kann und trotzdem sich mit anderen messen kann. Sehr schön. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn wir Trackmania fahren, welchen Teil auch immer. Tschüss.